Guten Tag, wir fahren mit so einem Schienenbüsschen, mit so einem fossil getriebenen Züglein, ganz kleines her. Fahren wir jetzt nach Schwarzenbach-Saale ins Entenhausen-Museum sozusagen, also ins Comic-Museum. Da sind sehr lustige Städte. Schwarzenbach, Mark Schorgast, Berg-Kunststadt, Oberkotzau ist auch hier in der Nähe. Also alleine schon dafür lohnt sich. Was erwartest du vom Comic-Museum? Ich war schon mehrmals da. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Das Geldbad zum Beispiel. Und was noch? Ganz viele schöne Comic-Ausschnitte mit dem, wie sich das im Original anhört. Anhört? Was kann man denn da hören? Also wie sich das im Original liest, sagen wir es so. Also. Wie das im Original geschrieben ist. Weil nämlich Dr. Erika Fuchs aus Schwarzenbach-Saale, die Übersetzerin, hat nämlich fantastische deutsche Übersetzungen gemacht. Das ist der große Dreh an der Sache. Also es geht nicht nur um das Gezeichnete, sondern eben auch um die Sprachkunst. Und wir fahren also jetzt in den nicht von ihr selbst ausgewählten, aber durch die beruflichen Umstände ihres Mannes ausgewählte Heimatstadt Schwarzenbach an der Saale. Könnt ihr gut hin, von Hof aus kommt ihr da gut hin, von Bamberg, also von Nürnberg aus, also kann man schaffen. Ja, damit sind wir auch schon im malerischen Schwarzenbach. Und ihr könnt schon sehen, das ist hier sehr, sehr klein. Also der Bahnhof hier, der ist wie so ein Westernbahnhof. Aber das Erste, was man sieht, ist das Erika Fuchs Haus. Museum für Comics und Sprachkunst. Herzlich willkommen. So läuft das hier in Entenhausen, Schwarzenbach. Das ist gut, ne? Du bist nachdenklich, Ines. Ja. Ich höre. Die Fußabdrücke sind sehr klein. Das würde implizieren, dass Donald Duck natürlich sehr... Duck. ...sehr klein ist. Aber die Abstände sind relativ groß. Das heißt, er macht ziemlich große Schritte dafür, dass er so klein ist. Vielleicht sind es ja von den Neffen. Alter, die mögen noch größere Schritte machen. Das ist sehr schwer auflösbar. Wenn ihr eine Lösung wisst, wie diese riesigen Schrittweiten hier entstehen, postet es hier drunter. Das sind ziemlich große Schritte. Ein bisschen sehr große Schritte, ja. Also das Ganze ist sehr leicht überschaubar hier. Hier könnt ihr das sehen. Hier gibt es die Mineraliensammlung. Hier gibt es das Erika Fuchs Haus, wo wir jetzt hingehen. Und was sehr gut ist, neben der evangelischen Kirche St. Gumbertus, das ist der beste Name, gibt es noch, vielleicht gibt es die Gurkenpost noch. Ich fürchte, die gibt es nicht mehr. Da war eine Post im Obst- und Gemüseladen. Das war die Gurkenpost früher. Und es gibt eine Hefefabrik. Eine Stadt, die eine Hefefabrik hat, ist eine gute Stadt, Häschen. Ja, aber Hefe riecht ja ziemlich stark. Ja, das finde ich nicht schlimm. Mögt ihr Hefegeruch, postet es hier drunter. Auch noch eine Besonderheit in Schwarzenbach ist, man kann hier mega geil abshoppen. Hier ist der Laden. Ihr könnt ja alles kaufen, was man so braucht. Zum Beispiel verschiedene Dinge halt. So. Also hier ist man versorgt. Und gegenüber ist der Flair of Fame, der ist auch geil. Das ist Friseur. Da könnt ihr mal sehen, dieser Fame, von dem man im Internet immer hört, wie der aussieht. So sieht der aus. Das ist der Flair of Fame. Also die Gurkenpost scheint es da hingerafft zu haben. Leider. Aber dafür ist hier die soll man sagen, die Fußgänger- und Autozone mit einem sehr schönen breiten Weg. Ist richtig üppig bepflanzt. Guck ich das mal an. Das ist eine Ansage, diese Pflanze. Da hinten wird es richtig tropisch. Ja, und hier vor dem Erika Fuchs Haus seht ihr das jetzt schon. Tropische Paradiese, das mitten im Herbst bzw. Winter. Das ist natürlich ziemlich ungewöhnlich. Meistens abgefahren. Hier sehen wir schon die erste Comic-Kunst. Und hier neben dem Obst-Gemüse-Südfrüchteladen, wo jetzt ein Fotoladen drin ist, ist das Erika Fuchs Haus. Riechst du was, Häschen? Es riecht nach Hefe, ohne Scheiß. Das ist, beschreib mal. Es riecht ja nicht wie die Hefe, wenn man sie auspackt mit aus dem Würfelchen. Doch, finde ich schon. Ja, aber. Und ein bisschen wie Bier. Es ist mehr Bier hier in der Hefe, ja. Das ist super geil. So, nebenbei halte ich auch noch einen Vortrag, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Sondern wir gehen jetzt mal in den Shop. Mal sehen, das
Es ist ein riesen Shop, also wenn ihr Comics braucht, seid ihr hier auch gut bedient. Jetzt gehen wir über die malerische Brücke in Schwarzenbach hin zu, wie heißt die Kirche? Ach, das ist die Gumbertuskirche, von der wir vorhin schon gehört haben, eine protestantische Kirche im katholischen Bayern. Sind wir in Bayern? Wir sind Bayern, aber wir sind hier im protestantischen Oberfranken. Es ist das protestantische Oberfranken. Ja, also ihr seht, das ist unglaublich malerisch hier. Sogar im Winter blühen hier die Blümchen. Nicht wahr? Hier fließt die Schwarze, die Schale, so heißt das Flüsschen. Und also das ist Wahnsinn. Guckt euch das an. Fahrt mal hin. Lohnt sich. Und es riecht nach Hefe. Immer noch. Ist gut, ne? Ja. Ines, würdest du gerne ein bisschen Schokolade essen? Hättest du Interesse an Schokolade? Ich weiß ganz genau, dass du dich essen möchtest. Wie ist der Zufall? Schokolade kannst du gerne haben. Drei zur Auswahl. Wow, der helle Wahnsinn. Also da musste Ines sich entscheiden. Und schon für Weihnacht. Dich, Marc, der Nikolaus. Es ist schon Weihnachten in Schwarzenbach. Seit wann ist schon Weihnachten in Schwarzenbach? Weihnachten ist das ganze Jahr inzwischen leider. Ist wirklich so, ne? Es gibt schon Leben. Ich gebe dir das mal alles, weil ich weiß, dass du der Schokoladenesser bist. Na gut, vielen herzlichen Dank. Ja, läuft bei mir. Super. Wir gehen jetzt durch das, wie ihr schon kennt, malerische Schwarzenbach. Mit dem Mann, der eigentlich hier die Sammlung beherrscht, nicht im Verwaltungssinne oder im direktoralen Sinne wie der Alexandra, sondern du hast wie viele Figürchen und Comics gespendet und der Stadt Schwarzenbach und dem Museum? Ich habe vor Jahren bei 3000 aufgehört zu zählen. Keine Ahnung, was es sind, ob es 5.000 oder 10.000 sind. Allein die Hefte sind ja schon circa 6.000. wenn ihr Spaß am Inventarisieren habt, also gerne Sachen aufschreibt und auflistet, dann könnt ihr das gerne machen. Und jetzt gehen wir zum Grab von Dr. Fuchs. Ist der Ehemann auch hier begraben? Ja. Zuerst er, dann sie. Ja. Direkt an der Kirche, die mal ein Bethaus war, wie ich gerade gelernt habe. Als Bethaus gebaut wurde. Als Bethaus ursprünglich gebaut wurde. Ein sehr schöner, klassischer deutscher Friedhof. Gehst du oft hier hin? Ja, einmal im Jahr mindestens zum Geburtstag. Du bist ja extra nach Schwarzenbach gezogen, weil Dr. Fuchs hier gewirkt und gearbeitet hat. Ne? Genau, in Ingolstadt stand in der Zeitung da drin, aus Liebe zu einer Frau zieht er nach Schwarzenbach. Wann nicht war zu der Ehefrau. Wann war das? 2008. 2008, seitdem bist du hier. Ja. Und hier ist das Grab. Da steht's. Günter Fuchs ist 81 gestorben. 84 gestorben. Danach ist dann Frau Fuchs nach München gezogen, aber sie hat sich dann hier beerdigt. Das war ihr Wunsch, bei ihrem Mann begraben zu sein. Ja. Ja. So läuft's, Leute. Ein sehr schönes Grab. Wer stellt hier die Blümchen drauf, weißt du das? Das ist privat. Also das hat irgendjemand mal so draufgestellt. Mhm. Und nach der Grabpflege, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, weil man sollte ein bisschen was machen, aber ich traue mich nicht, da irgendjemand da in Mai zu pfuschen. Ja, ja, da hast du recht. Vielleicht dann Ärger geben. Die Platte ist jetzt wieder ein bisschen freigelegt worden und von der Hexe hin sieht man wenigstens dann, wer dann hier begraben ist. Es gibt so viel über Schwarzenbach zu erzählen, wir wollen aber nur über Literatur sprechen, weil wir hier am Grab von Dr. Erika Fuchs sprechen. Und du hast gesagt, neben Dr. Fuchs und einem Tatort-Autor hat noch eine andere sehr bekannte Person hier gelebt. Genau, Jean-Paul. Unglaublich. Er hat hier, zeig nochmal in die Richtung, dann können wir das, da drüben direkt. Im Pfarrhaus hat er gelebt und er hat da in der Haustür einen Holzspan mal rausgeschnitten, den man immer noch ansehen kann. Unfassbar, kommt wirklich mal vorbei. Und Ines, willst du das nochmal kurz erklären, was du da hinten machst? Pilze untersuchen. Die Ines interessiert das alles nicht, die untersucht Pilze. Gut, jeder wie er möchte. Ne? Ja, genau. Wie war das eigentlich für dich, als Dr. Fuchs gestorben ist? Also das war ja eigentlich sehr traurig und im Journalisten, beziehungsweise auch in der Todesanzeige, war ja wirklich auch eine sehr traurige Anzeige sozusagen. Wie war das für dich? Ja, mit 98 Jahren, 5 Monaten, da kann man eigentlich nicht mehr so traurig sein. Sie hat ein glückliches Leben gehabt. Sie hat uns viel Freude bereitet und von daher gesehen, Ruhe ist sie im Frieden. Du siehst das also pragmatisch. Ja. Wir als Söhne der Unvernunft, nicht wahr? Wir können auch noch ein gewisses Maß an Vernunft aufweisen, also du zumindest. Ne? Andere hat es sehr mitgenommen.
Ines hat ja, wie ihr vorhin gehört habt, Pilze entdeckt. Ja. Du bist nicht überzeugt, dass die essbar sind, ne? Doch, angeblich. Ich glaube es ja schon. Also von denen. Ich muss es der App glauben. Also das ist der behangene Mörbling und der ist angeblich, kann man ihn so nicht braten oder so, weil er zerfällt, aber man kann eine sehr leckere Suppe draus machen, steht hier. Naja, also ich weiß nicht, Pilze vom Friedhof, die sollte man lieber stehen lassen, glaube ich, aus abergläubischer Sicht. Er wächst gerne auf Friedhöfen, weil er gerne totes Material mag. Deswegen ist er hier. Well, well, well. Aber es sind sehr viele. Ja, es sind sehr viele, in der Tat, ja. Es gibt keinen Weg in der Stadt Schwarzenbach, der nach ihr benannt ist, weil die Kinder das nicht wollten. Ihr hättet das gemacht, ne? Die Stadt wollte zum Mutters Geburtstag eine Straße nach ihr benennen, aber da war die Familie dagegen. Deswegen haben wir dann am Mutters Geburtstag den Dr. Erika Fuchs Luftsteg über die Saale eingeweiht. Recht so, sehr vernünftig. Und jetzt besichtigen wir noch das Wohnhaus der Fuchsens. Jetzt sind wir am Rathaus von Schwarzenbach, da seht ihr das da hinten. Und hier sind die Gänse, die sind irgendwie... Hallo! Hallo, jetzt! Ja, was denn? Die Mineraliensammlung, auch hier wieder tropische Pflanzen. Warum stehen hier überall tropische Pflanzen in der Stadt? Ist es schon aufgefallen am... Naja, wir sind ja eigentlich in Weiß-Sibirien, von daher muss man das ein bisschen abmildern, deswegen die Palmen. Verstehe, die Palmen, die mildern es ab. Und hier ist echtes Mondgestein, hast du gesagt. Ein kleiner Mondstein. Ein kleiner Mondstein. Wow. Es wird immer verrückter hier. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir zum Wohnhaus. Habt ihr schon von der Hefefabrik gehört, dass sie so lecker riecht? Riechst du das eigentlich noch oder nimmst du es gar nicht mehr wahr? Sie riecht ja nicht immer gleich und von der Hexe hin. Wenn es dann noch wieder intensiver ist, dann riecht es auf jeden Fall. Sehr gut. Und hier seht ihr die. Also die gibt es wirklich. Und Hefe wurde ja ein großes Ding bei Corona, weil auf einmal alle Leute angefangen haben, wieder selber zu Hause zu backen und zu Brot herzustellen und dergleichen mehr. Hier seht ihr eine echte Hefefabrik. So, wir stehen jetzt schräg gegenüber von der Hefefabrik. Und hier hat die Familie Fuchs gewohnt, Herrchen. Was sagst du denn dazu? Ja, ja, sagt die Ines dazu. Das ist ganz bewegend. Wusste ich auch gar nicht, dass das hier gegenüber erstens von der Hefefabrik ist und zweitens wusste ich auch nicht, dass sie auf dem Gelände gewohnt haben. Und da vorne ist dann das Haus von Fuchs. Da vorne ist das Haus. Also das hier war die Fabrik hinter uns, die Ofen, sagt man Fabrik? Ofenfabrik, doch. Kaffeeofen und ähnliches. Das ist nämlich der Grund, warum sie hier nach Schwarzenbach gezogen ist, mit ihrem Mann. Der von hier kommt. Und hier sehen wir den Erker, da stand der Schreibtisch drin, wo dann die Frau Fuchs während der Zeit hier dann die Mickey-Maus-Hefte übersetzt hat. Sehr, sehr gut. Was soll man sehen, was sie da gesehen hat, wenn sie aus dem Erker rausgeguckt hat? Die Hefefabrik wahrscheinlich. Nö. Die eigene Fabrik. Die eigene Fabrik. Das ist der Ausblick. Irre. Du hast einen Weberknecht entdeckt. Ja, da oben ist unten. Hallo. Das ist der schönste Sonnenplatz hier, wie es aussieht, weil hier sind ganz viele, die sitzen. Ganz viele Weberknechte. Und Schnecken. Unter dem Schild, was Donald beim Kongress 2006 hier angebracht hat. In diesem Haus lebte und übersetzte mehr als 5 Jahrzehnte lang. Ihr habt gesehen, vom Erker aus, Dr. Erika Fuchs. Mit Schnecken und Weberknechten. Ist ja irre. Friedlich plätschert die Saale, beziehungsweise es gibt noch einen schwarzen Bach, irgendwo einen kleinen, da müsst ihr, postet mal drunter. Und du hast entdeckt, dass die Saale angeblich schwarz gewesen sein soll. Du weißt aber, dass es noch einen schwarzen Bach gibt, ein kleines Flüsschen. Wo fließt das hin, hast du gesagt? In die Saale. In die Saale rein. Aber und ganz ein kleines Windsaale. Ja, ein kleines. Und wir sind hier ja an der Sächsischen Saale. Das Interessante an der Sächsischen Saale ist, sie fließt keinen Meter durch Sachsen. Sie heißt bloß Sächsische Saale, weil es gibt ja in Neustadt an der Saale noch die Fränkische Saale und von der muss man ja irgendwie unterscheiden. Sehr schön. Und jetzt sind wir auf der Hellersinsel und da vorne ist ein ebenfalls von der Forschungsorganisation Donald betriebener, eingeweihter und erdachter Informationsstand, der einen Luftsteg darstellt. Was ist ein Luftsteg? Die Stadt wollte ja zum 100. Geburtstag die Frau Fuchs irgendwie ehren mit einer Straße oder so. Und nachdem die Familie nicht wollte, kam dann der damalige Bürgermeister auf die Idee, wir machen hier über die Saale einen Steg. In der Hoffnung, er wird irgendwann gebaut. Nachdem es natürlich nicht so schnell ging, ist er als Luftsteg dann eingeweiht worden. Ihr könnt das sehen. Und natürlich gibt es dazu eine Originalquelle, die im Werk von Karl Barks und Dr. Fuchs zu finden ist.
Glaubst du, dass es immer ein Luftsteg bleiben wird oder wird es auch mal ein echter Steg werden? Wenn man hingeht, man kann fast drüber gehen. Es liegen so viele Steine in der Saale drin. Es ist hier natürlich Hochwasserschutzzone, deswegen kann man keinen richtigen Steg bauen, aber eventuell noch ein paar kleine, flache Steine schneischmeißen, da kann man zumindest bei Niedrigwasser dann rübergehen. Dann wird das schon noch was. Ja. Man sieht auch, dass hier Leute lang gehen, also das ist ein Ding. Es ist hier platt getreten, das kann man schon deutlich sehen. Und hier seht ihr den Luftsteg, wie er herüberführt. Hast du schon mal ausprobiert, hier über die Saale zu schreiten? Nein. Noch nicht. Aber irgendwann werde ich das noch machen. Mitten in der Saale steht hier, ihr seht es ganz richtig, nicht Dagobert Duck, nicht Donald Duck, nicht Daisy Duck, auch nicht, Gundel Gaukelei, die 60-jähriges Jubiläum hatte. Nicht, steht alles nicht da, sondern es ist der Gründer Entenhausens, Emil Erpe, und du bist der Gründer der Statue. Du hast sie erschaffen lassen, ne? Genau. Ja, wann war das? Zu meinem 60. Geburtstag, also bis 7 Jahre. Seit 7 Jahren steht er in der Saale drin. Sehr, sehr schön. Das ist ein Betonsockel und da drauf steht auf Eiche der Gründer Entenhausens, Emil genau, Erpe. Aus einem Stück. Der Hut ist extra, aber der Rest ist aus einem Holzstamm, der ca. 250 Jahre alt ist, von einem Schwarzenbecher Künstler geschnitzt worden. Die ursprüngliche Geschichte ist natürlich, dass die Statue jetzt immer größer und immer gigantischer wird. Hat schon jemand versucht, eine größere Statue hier aufzustellen? Oder? Es war mal am Schwarzenbecher kurz angedacht und ich habe auch schon mal gedacht, man könnte einen Wettbewerb machen hier, dass man sowas macht, aber es geht halt einfach. Es wäre ein bisschen schwierig, noch wie hast du den Künstler überzeugt, dass er Emil Erpel schnitzt? Er hat sich über den Auftrag gefreut. Sehr, sehr schön. Das, was ihr da seht, was so ein bisschen weiß aussieht, wahrscheinlich durch Flechten verschönert, das sind eigentlich Maiskolben, weil in den USA war das natürlich ein Riesending, Mais anzubauen. Ne? Das war was sehr Wertvolles. Er heißt ja im Original Cornelius Code. Und hat ja vor Entenhausen gerettet vor Angriff von der Franzosen, dadurch, dass nachdem schon alle Munition verbraucht war, er nochmal Mais aufs Feuer gesetzt hat. Und das hat dann so geknallt, dass dann die Angreifer verschwunden sind. Da haben sich die Franzosen vor gefürchtet. Also ihr seht, da stecken auch richtige historische Geschichten noch dahinter. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, schaut im Gesamtwerk von Barks Fuchs. Da werdet ihr diese schöne Geschichte mit noch ganz vielen anderen lustigen Details finden. Wir sind jetzt im Museum drin und hier steht der Stadtplan von Entenhausen. Hast du den schon eifrig studiert? Ja. Ja. Wie erklärst du dir, dass es so viele Geldspeicher gibt? Tja, das ist mir unerklärlich. Das ist ja unerklärlich. Zum Glück haben wir jemanden hier, der weiß, wie das kommt. Woher kommen die ganzen Geldspeicher? Ja, Dagobert hat einfach zu viel Geld. Er hat seinen Hauptgeldspeicher und das reicht natürlich nicht aus. Das sind zwar 3 Kubikhektar drin. Das ist eine unvorstellbar große Menge, weil in unserer Dimension gibt es überhaupt nicht Kubikhektar. Aber er braucht halt, insgesamt hat er, glaube ich, über 30 Geldspeicher. Fantastisch. Ja, dann gibt es in unserer Welt ja auch nicht. Und Billionen, ähnliches Pipapo. Aber wir reden ja auch von Stella Anatium, dem Planeten, wo halt die Enten sind. Glaubst du, dass es auf der Erde spielt oder denkst du, das ist ein ganz anderer Planet? Ein Paralleluniversum. Glaubst du denkst, das ist ein Paralleluniversum? Glaube ich. Und hier ist die Schnittstelle in Schwarzenbach. Deswegen ist da so viel aus der Region in die Mickey Maus Hefte oder in Entenhausen. Das ist wirklich auffällig, ne? Also ja. Wenn ihr das nicht glaubt, werdet Donaldist, dann könnt ihr das, oder Donaldistin, dann könnt ihr das lernen. Kommt's her und wir werden es euch sagen und zeigen. Eine ganz tolle Besonderheit ist, dass ich hier mit Förderer und Finanzier bin. Häschen, man konnte nämlich Körperteile kaufen von diesen Enten. Weißt du, welcher Teil von mir gesponsert wurde, von der hinter uns angebracht? Ich habe es eben schon gehört. Was war es denn? Der Schuh von Daisy. Daisy Ducks Schuh, den habe ich finanziert. Fand ich eine sehr, sehr gute Aktion. Und wenn ihr mal sowas mitmachen wollt, wenn ihr so seht, dass Museen in Gründung sind oder so, beteiligt euch, das macht Spaß. Das hier ist ein Teil der Sammlung, die ihr gerade, von der wir gerade gesprochen haben, wo also tausende von Teilen mittlerweile schon eingespeist sind, aber viele noch nicht. Was hältst du von Sammelwut, Häschen? Du sammelst ja nicht so gerne Sachen. Ne? Nee. Warum nicht? Das nimmt noch Platz weg, finde ich jetzt. Dafür gibt es dann Museen, wo man es eben noch einstellen kann. Wir allein, völlig alleine sind im Museum, mal wieder. Es ist nicht das erste Mal, dass wir allein in einem Museum sind, nachts oder abends. Können wir jetzt ohne Masken hier durchgehen. Und ihr seht jetzt hier sehr viele
Bilder von Barks. Und hier, beim letzten Video durfte ich noch da rein, aber die Alexandra, die Chefin, ist jetzt gerade nicht da, deswegen traue ich mich jetzt nicht. Das sind auf jeden Fall Münzen, die kann man also emporwerfen. Und wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher darin baden. Du hast so einen Blick, so wie... So einen Blick hast du. Das ist nicht deine Welt. Möchtest du lieber über Quantenphysik sprechen, Häschen? Ja. Ich fand es viel interessanter, dass der Geldspeicher von Dagobert Duck vierdimensional ist. Weil er... diese Kirchenglocken sind übrigens die Glocken der Kirche. Richtig, Häschen. Siehst du, jetzt so langsam. Und wie gesagt, da wir euch das Museum schon ausführlich vorgestellt haben, wollen wir das jetzt nicht so in aller Breite machen. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, weil es eben wirklich auch um Sprachkunst geht und ums Übersetzen. Und man kann dann in den verschieden gestalteten Räumen, kann man, wie die Ines das auch schon richtig in Erinnerung hatte, kann man dann auch mal selber mittüfteln. Hier seht ihr übrigens Frau Dr. Fuchs persönlich. Und es ist also wirklich nicht nur jetzt alles andere als nur für Kinder oder so, sondern es ist tatsächlich eine Möglichkeit. Hier ist Lore aus Singapur, wo man selber was reinschreiben kann. Könnt auch was über Sprache lernen. So, und Tante Ines wird für euch jetzt wirbeln und einige Zitate vorlesen. Lies mal ein Zitat vor. Nee, kannst du nicht vom Comic vorlesen. Ja, das Wirbeln ist nur. Lies mal vor. Wir wollen sein ein einig Volk von Schwestern. Genau, das ist natürlich ein klassisches Zitat ursprünglich, von Brüdern allerdings. Dann sehen wir hier, ich will ein Cowboy als Mann, das ist ein Lied von True the Hair. Das ist die Hymne der Donald. Das ist auch ein Zitat, das könnt ihr mal selber rauskriegen, wo das herkommt. Etwas ist faul im Staat Dänemark, das kann man sehr leicht rauskriegen. Oder dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Das ist eine Redewendung, die war sehr, sehr lange. Kennst du die noch? Dem Ingenieur ist nichts zu schwör? Nein. Die war sehr, sehr lange. Kennst du alles nicht? Die war sehr lange in Gebrauch. Und die hat Dr. Fuchs erfunden, weil ihr Mann war ja Ingenieur in der Ofenfabrik, die ihr da vorhin gesehen habt. Jetzt gehen wir in die Bibliothek. Und hier ist auch der Donaldist. Das ist die Fachzeitschrift der deutschen Organisation des lauteren Donaldismus. Und hier könnt ihr dann lesen, so viel ihr wollt, so lange ihr wollt. Hier im sehr guten Comic-Shop des Erika Fuchshauses. Darf man Donald Duck Museum sagen oder willst du das lieber nicht so? Comic Museum, stimmt. Weil es nämlich auch um andere Comics geht. Nämlich unter anderem ist jetzt gerade eine Ausstellung mit den Max- und Moritz-Preisträgern vom Comic Salon in Erlangen. Und ihr könnt sehr gute Poster kaufen. Das sind wirklich sensationell gute Poster. Hier nur von guten Zeichnern. Also nicht diese Trash-Poster, die man sonst manchmal sieht, sondern das hier ist wirklich Deluxe-Qualität. Da könnte also jedes einzelne davon, ja, die jetzt vielleicht nicht. Würde ich mir aufhängen. Also da ist viel Schönes dabei. Da ist sehr viel Schönes dabei. Fändest du das creepy, wenn wir so ein riesiges Comic-Poster bei uns aufhängen würden? Nein, wir haben ziemlich viel Zeug bei uns hängen. Also wir haben ja auch Comic-Bilder bei uns hängen. Was findest du? Sie hat gesagt, es ist nicht creepy. Das hat die Ines gesagt. Und wir können... Dann hätte also ich das vorher schon creepy gefunden, weil du schon Comics bei uns hängen hast als, ja, Kunst. Hier ist von der Sarah was. Unter anderem das mit dem Blizzard. Blizzard? Ja, wo die wo Donald den Neffen. Ein Barks, von Karl Barks persönlich signiert. Ja, ich kenne mich besser aus als du, ne? Das ist richtig.